Hallo und herzlich willkommen bei Wachtel vom Bunker. Schaut doch mal, was ich den Wachteln hier zum Spielen reingepackt habe. Sieht auf den ersten Moment so aus, als wenn die Wachteln nun in Freilandhaltung sind, aber tata, schaut mal. Ich habe so einen Bereich Moos, so wie eine Grassode. Also das Moos konnte ich richtig gut abziehen vom Boden. Habe ich einfach mal an mehreren Stellen gemacht und den Wachteln hier zum Spielen reingelegt. Und wie ihr seht, die kleinen Tierchen finden das ganz passabel, laufen drauf rum. Man könnte ja fast sagen, so wie sie es aus der Natur kennen, aber die Wachteln hier sind vom Züchter. Die kennen das nicht aus der Natur. Ich denke trotzdem, dass die einen Heidenspaß damit haben. Schaut mal da hinten, habe ich auch einen kleinen Bereich hingelegt. Ja, das ist so unsere Fluchtecke, die Flüchterecke. Da sind die Wachteln drin, die nicht ganz so zutraulich sind, beziehungsweise die halten sich da hinten auf. Hier habe ich jetzt ein großes Stück hingelegt, weil ich einfach mal möchte, dass die Wachteln sich ein bisschen verteilen. Und da gab es gerade wieder Grünfutter und auch ein Stück Moos zum Spielen. Erfahrungsgemäß werden die Wachteln das Moos nicht fressen. Wir haben nämlich hier an einer Stelle, an einer Bude, man sieht es von hier aus auch, da ist so ein bisschen Moos noch dran. Die Wachteln gehen nicht dran. Die picken zwar drin rum, gucken, ob da Käfer drin sind. Das gleiche machen sie hier. Die fressen alles raus, was fressbar ist. Kleine Grasstücken, Giersch oder was immer da durchkommt. Also die suchen sich schon aus, was sie mögen. Und den Rest lassen sie liegen, da werden sie mit spielen. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze heute Nachmittag aussieht. Jetzt im Moment sind sie beschäftigt, wunderbar. Und wir schauen mal, was es heute Abend gibt.